Tja, was soll ich sagen, es ist wieder eine Woche um und deswegen starten wir gemeinsam einen kleinen Ausflug in die Welt der Tabletop- und Miniaturenspiele. Wir fahren allerdings ein klein wenig weiter und zwar in den Wilden Westen und auch, naja, in die Welt der Videospiele. Irgendwie gibt es ja Schnittmengen. Ich bin Dennis und das ist Deist. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deist hier auf Rocket Beans TV, der Sendung, wo man gerne einmal an einem Tisch sitzt und seine Finger verklebt, weil man kleine Spielfiguren zusammenbauen möchte. Heute gibt es wieder einiges, ich habe das gerade am Anfang gehört, was mit dem Thema des Tabletops, naja, vielleicht ein bisschen entfernt zu tun hat, denn wir haben es in der Tat heute mit einem Videospiel einer Tabletop-Lizenz zu tun, aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den News der letzten Woche aus der Tabletop-Szene, aber wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt und nicht wisst, Tabletop, wovon redet der denn da überhaupt? Ich bin nur wegen den Videogames hier. Da oben ist ein QR-Code, den könnt ihr einscannen. Kommt ihr auf einem YouTube-Kanal, und zwar den auch von Deist, zu zwei Videos, die euch erklären, was denn das Tabletop-Hobby überhaupt ist. So, News jetzt. Auch wenn die Filme aus dem DC-Universe momentan eher so mittel sind, sehen die Miniaturen von Night Models wie immer toll aus. Neben den Warbands für 80 Euro für den Riddler und den Joker gibt's auch das Suicide Squad zusammen in einer Box. Außerdem gibt's mit Batman und Clayface zwei neue Einzelfiguren sowie zwei Dreierboxen vom Team Flash und der Legion of Doom. Für die Freunde von Sammlerfiguren da draußen hat Black Sun Miniatures wieder ziemlich geilen Shit. Neben diversen Barbaren, die direkt aus Artworks von Adrian Smith kommen könnten, ist auch die Dragon's Daughter in der Vorbestellung. Genauso anmalen bitte. Danke. Grüße gehen raus nach München an Mimimi Productions. Deren Überraschungs-Videospiel-Hit Shadow Tactics bekommt nämlich nun eine Brettspielversion. Das Game kommt von Antler Games und wird... Nun, na, es wird ein Kickstarter. Kommt demnächst... falsche Kategorie. Naja, startet demnächst. Heute auf dem Bemaltisch habe ich wieder etwas für die Einsteiger unter euch. Ja, ich weiß, der Herrscher des Wandels will noch bemalt werden, aber ich denke, ein, zwei andere Sachen sollten noch vorher gemacht werden, bevor wir zum großen Finale des Herrscher des Wandels kommen. Deswegen werde ich mich diesmal an die Einsteiger wieder richten. Ich bekomme nämlich ganz oft immer die ein oder andere Frage gestellt. Ja, und ob diese Frage nun beantwortet werden kann, das sehen wir im folgenden Video, beziehungsweise eigentlich beantworte ich die da. Wer schreibt denn eigentlich die Texte hier? Ach, niemand. Guten Tag, liebe bestehende und künftige Hobbyisten. Das Schöne daran, Deist zu machen, ist ja, dass die Sendung und der YouTube-Kanal viele Leute erreicht, die noch nie mit Tabletop in Berührung gekommen sind und es auch dem ein oder anderen eventuell schmackhaft gemacht zu haben. Dementsprechend kommen natürlich aber auch viele Fragen von Neueinsteigern bei mir an, die für einen langjährigen Hobbyveteran vielleicht seltsam wirken, da sie ja eigentlich selbstverständlich sind. Aber wir Leute, die schon lange im Hobby sind, haben ein bisschen den Blick dafür vergessen, vor welcher Wand von Fragen und Verständnisideen wir überhaupt standen, als wir mit dem Hobby begonnen haben, und deswegen sollten auch diese Fragen immer beantwortet werden. Und eine dieser Fragen wird extrem häufig gestellt, vor allem mit einem leicht trotzigen Unterton und der Hoffnung in der Stimme, eventuell etwas Geld zu sparen, um sich noch mehr Minis zu kaufen. Es geht nämlich um die Frage, muss ich meine Figuren eigentlich grundieren? So, ja, ich und auch viele, eigentlich fast die ganze Hobbywelt, empfiehlt ja immer, dass ihr eure Figuren mit einer Sprühgrundierung vor der Bemalung bearbeiten solltet. Ein Tutorial zum richtigen Grundieren habe ich übrigens auch gemacht und ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und eine Sprühgrundierung, ja, die kostet so zwischen 10 und 15 Euro, je nachdem welchen Hersteller ihr nehmt. Und ja, ich weiß, dass es unter euch einige Sparfüchse gibt, die für einen Apfel und ein Ei eine Sprühgrundierung im Baumarkt kaufen. Aber ich habe, wenn diese Frage bei mir immer ankam, sehr oft gemerkt, dass ich argumentieren kann, wie ich will. Am Ende kommt dennoch in 70% aller Fälle der Spruch, naja, probiere ich dennoch mal ohne Grundierung aus. Ja, und weil Worte ja oft weniger überzeugen als Bilder, werden wir jetzt mal ein kleines Experiment machen. Ich habe hier zwei Kunststoffminiaturen. Wen es interessiert, es sind Algorin für das Spiel Beyond the Gates of Antares. Was ich jetzt zeige, läuft aber natürlich genauso auch bei Space Marines, Orcs oder Stormcast Eternals. Es geht hier nämlich um den Werkstoff und nicht um das Design des Plastiks, ja? Ich habe nämlich mit Absicht Kunststoff genommen, da die Miniaturen der meisten Einsteiger wohl oder übel aus diesem Material sein werden.
kann. Eine Figur ist ohne Grundierung, also nackig, und die andere hat eine schwarze Sprühgrundierung bekommen. Ich habe hier übrigens die schwarze Grundierung genommen, da ich diese auch zu Beginn Einsteigern empfehlen möchte, da eine schwarze Grundierung im Gegensatz zu einer weißen oder grauen viele Malfehler verzeiht. Der eigentliche Effekt oder Nutzen, den wir erzielen, ist aber der gleiche, außer dass natürlich die Farben heller oder dunkler wirken. Wir nehmen also die ungrundierte Mini und pinseln einfach mal unsere Acrylfarbe drauf. Wir sehen, dass die Farbe auf der Oberfläche haften bleibt, auch wenn wir mehrmals über die Stellen rübermalen müssen, weil sich die Farbe irgendwie ein klein wenig wässrig zusammenzieht. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass die Farbe recht flüssig ist, muss also nicht unbedingt etwas mit der Oberfläche zu tun haben. Dennoch habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich mehr Farbe auftragen muss, als ich es gewohnt bin. Nun gut, solange die Farbe jetzt trocknet, nehme ich nun die Miniatur, die sprühgrundiert wurde. Hier mache ich jetzt nun das Gleiche. Ich trage die gleiche Farbe auf die Miniatur auf. Und auch hier sehen wir, dass die Farbe nicht komplett deckt. Der dunkle Untergrund unterstützt das ein wenig mehr. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die Farbe weniger verläuft. Vielleicht nicht viel, aber etwas. Okay, bisher muss man sagen, dass der Unterschied zwischen Grundierung und Nicht-Grundierung nicht wirklich ins Gewicht fällt. Wenn wir uns die schnell angepinselten Minis nun anschauen, sehen wir, dass der Untergrund leicht durchscheint und dadurch wirkt die Figur ohne Grundierung heller. Das kann man gut oder schlecht finden, kommt auf den Geschmack drauf an. Was man dadurch aber auch stark erkennt, ist, dass die ungrundierte Figur fehlerhafter wirkt, wenn das Grau durch die dünnen Farbschichten durchschimmert. Bei der schwarzen Sprühgrundierung fallen solche Malfehler tatsächlich weniger ins Auge. Aber auch das ist eigentlich immer noch kein Kaufgrund für eine Sprühgrundierung. Man kann ja einfach eine weitere Farbschicht auftragen, nicht wahr? Unsere Miniaturen sind ja nicht nur zum Anschauen. Also gerade Einsteiger ins Hobby wollen mit den Figuren ja auch spielen. Das heißt, dass sie angefasst werden. Man schiebt sie hin und her, man transportiert sie und sie werden mit Sicherheit mal runterfallen. Wirklich. Irgendwann passiert's. Glaubt es mir. Daher schaue ich mal, wie gut denn die Farbe auf der Figur hält. Und wie ihr seht, habe ich meine Fingernägel schön geschnitten. Zwar keine fachgerechte Maniküre, aber ich habe auch keine Krallen, um das irgendwie stärker zu forcieren, nicht wahr? Nun kratze ich also mit meinen normalen, nicht krallen Fingernägeln ein klein wenig an der Oberfläche. Nicht wirklich doll und auch ohne Druck. Einfach locker mal drüber kratzen. Und man sieht sofort, dass sich da schon die Farbe von der Oberfläche löst und das nackte Plastik zum Vorschein kommt. Und das ist echt mistig. Ich meine, stellt euch vor, ihr habt eure neuen Miniaturen voller Stolz gekauft und in stundenlanger Bemalung eingefärbt, dann fallen sie euch einmal runter oder kommen irgendwo gegen und schon ist ein hässlicher grauer Strich auf der Oberfläche. Und nein, da braucht ihr auch gar nicht argumentieren, Kampfschäden sehen anders aus. Aber wer sagt denn, dass das mit der grundierten Miniatur nicht auch der Fall ist? Ich nehme diese also und kratze ein wenig an der Oberfläche, mit genauso viel Druck wie zuvor. Und wir sehen, die Farbe hat eine viel stärkere Haftung. Klar, gibt es Kratzer, aber diese gehen nicht auf die Grundierung und erst recht nicht auf den Kunststoff herunter. Zum Vergleich nochmal an der ersten Mini gekratzt und jetzt nochmal an dieser hier. Ich glaube, dass diese Bilder wirklich für sich selbst sprechen, oder? Und ich damit die große Frage beantwortet habe, muss ich meine Figuren vorher wirklich grundieren? Die Antwort ist, nein, müsst ihr nicht. Sie lassen sich tatsächlich auch so anmalen. Aber wenn ihr etwas mehr von euren Figuren und der Bemalung haben wollt, dann solltet ihr es definitiv machen. Denn damit ist die Farbe eurer Miniaturen weitaus robuster. Und ja, das gilt auch für jede Farbe, jede Figur und jedes Material. Tatsächlich ist die Wirkung bei Resin oder Metall noch doller. Ganz ehrlich, spart nicht am falschen Ende. Kauft euch lieber zum Anfang eine Miniatur weniger und investiert das Geld in eine gute, feine Acrylsprühgrundierung. Ihr habt wirklich länger etwas davon. Und wenn ihr natürlich knapp bei Kasse seid, könnt ihr natürlich auch mit dem Pinsel grundieren, aber auch da solltet ihr wirklich Grundierungsmittel nehmen, die eigentlich jeder größere Hersteller anbietet. Grundiert ihr mit euren normalen Acrylfarben, habt ihr das gleiche Ergebnis wie das, was ihr gesehen habt. Die Farben halten einfach zu schlecht auf der Oberfläche, ohne dass diese vorher durch eine Grundierung aufgeraut wurde. Also Sprühgrundierung oder zumindest Grundierungsmittelchen mit dem Pinsel auftragen, nicht Acrylfarben.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial ein wenig weiterhelfen und euch zeigen, warum die ganzen Hobbyisten immer sagen, dass ihr eure Figuren unbedingt grundieren müsst. Ja, es hat wirklich praktische Gründe, die euch helfen, länger und mehr Spaß an euren Figuren zu haben. Denn nichts ist ärgerlicher, als die reingesteckte Arbeit in die teuer gekauften Figuren zunichte gemacht zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat oder geholfen hat, dann empfehlt es doch gerne weiter. Über ein Abo auf meinem YouTube-Kanal würde ich mich gerne genauso freuen, wie ein Like zu diesem Video. Und ihr wisst ja, Kommentare sind auch immer erwünscht. Seid aber nett dabei, denn sonst gibt es Krav Maga für alle. Würde es ein Tabletop-Spiel von dem Film Cowboys vs. Aliens geben? Ich denke, Wild West Exodus wäre genau dieses Spiel. Seit einiger Zeit ist dieses Spiel auch in Deutschland immer mehr auf dem Vormarsch und bekommt immer mehr Spieler. Und ich habe mir da tatsächlich einfach mal auch eine Figur von geholt und schaue mir die mal an, um vielleicht den Eindruck von der Qualität der Figuren von Wild West Exodus zu bekommen. Auf dem Kurz-Review-Tisch habe ich heute ein Modell von Wild West Exodus, um genau zu sein, der Cerulean Vixen oder ey Leute, ihr mit euren Namen, ne? Aber bitte was Aussprechbares machen. Die beste Kombination aus Aliens und Cowboy in einer Person. Wow. Dieses Modell ist halb Concorde-Tänzerin und halb Alien. Ja, und geliefert wird der Bausatz aus Resin in 3 Teilen. Der komplette Körper inklusive Kopf und die 2 Arme. Der Guss ist, was die Details betrifft, recht ordentlich. Ich finde allerdings, dass dieser an den verschiedenen Körperteilen nicht gleichmäßig ist. Während der eigentliche Körper wirklich gut aussieht und einen sehr schönen Kontrast bildet, muss man bei den Armen schon weitaus mehr machen. Die Details auf dem Fächer zum Beispiel waren wohl zu fein für den Guss, denn der Kontrast verschwimmt in einigen Stellen. Ja, das finde ich sehr schade, denn das betrifft ja im Endeffekt nachher auch direkt die Bemalung. Auch ist der Versatz und Fehlgüsse an den Armen größer. Ihr seht schon, da muss einiges weggeschnitzt und nachgearbeitet werden. Und irgendwie, das muss doch echt nicht sein, vor allem weil es ja beim Körper funktioniert. Vielleicht wurde der innerhalb eines Gusses irgendwie ein unterschiedliches Material benutzt. Kann ja nicht sein, weil die sind ja alle am gleichen Gussblock befestigt. Das Design finde ich ganz nett, muss ich sagen. Ich bin ja nicht so der Steampunk-Begeisterte, aber der Alien-Aspekt gibt der Miniatur einiges und hat schon leichte Anleihen an HR Giga. Ich meine, Species Anyone? Was für mich ein kleines Highlight ist, ist die Base, auf der die Miniatur steht. Endlich mal keine Standard-Rundbase, sondern ein kleiner Podest, der den Wild West-Stil wunderbar einfängt und die Figur sogar in der Vitrine hervorhebt. So, nachdem das meine Meinung war, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Füchsin? Der Sommer ist vorbei, das Weihnachtsgeschäft kommt. Das merkt man auch bei Kickstarter, denn gerade bei Miniaturen und Brettspielen boomt momentan bei Kickstarter eine Kampagne nach der anderen. Und der Gregor, der schaut sich die alle an, um euch die beste der Woche rauszusuchen. Deswegen sage ich, danke, Gregor. Der Kickstarter der Woche wird euch präsentiert vom besten Gregor, den die Welt je gesehen hat, und Maga Botato. Gamelin Games sind auf Kickstarter bereits alte Hasen, haben dabei aber immer wieder neue und durchaus witzige Ideen. Mit Tiny Epic Max finanzieren sie derzeit ein Arena-Spiel, das die klassischen Brettspielmännlein einsetzt. Allerdings, wie bei Gamelin üblich, mit einem Twist. Denn diese sogenannten Meeples kann man Ausrüstung verpassen, also Schwerter, Schusswaffen, Granaten, Servorüstung, einen Mech, Moment mal, einen Mech? Ja, ein Mech, in den kann je nach Spielverlauf ein Kämpfer einsteigen und laut Videos und Bildern passen die Holzmännlein wirklich da rein und dann wird den anderen Spielern einfach gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Spielaktionen müssen vergleichbar zu X-Wing vorausgeplant werden. Zumindest das Gameplay-Video sieht tauglich aus, die Idee ist witzig und hey, Meeples, die mit Knarren aufeinander losgehen, das kann ja nicht falsch sein, oder? Finanziert ist das Projekt längst und mit 25 US-Dollar ist das Ganze auch ziemlich günstig. Immer mal wieder schafft es ein Tabletop-Spiel in die digitale Welt. Gerade die Games Workshop Games haben da nun, ich würde mal sagen, eine langjährige Tradition. Und so ist es auch diesmal. Mit Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr gibt es ein Action-Rollenspiel für PC und Konsolen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, warum sollte ich mir das nicht mal anschauen? Es hat ja immerhin eine Tabletop-Lizenz. Und daher kommt meine ganz persönliche Sicht auf Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr. Und zwar nicht aus der Gamer, sondern aus der Tabletopper-Sicht.
Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr. Das Action-Rollenspiel des ungarischen Studios Neocore Games hatte sein Release für den PC schon im Mai 2018. Unter dem Label von Big Ben Interactive ist aber nun knapp 3 Monate später die Konsolenversion für Xbox One und PlayStation 4 erschienen. Und ich werde zu Anfang dieses Beitrages ein Geständnis machen müssen. Ich hatte mir das Game auf Steam zum Release geholt und es war das erste Spiel überhaupt für mich, das ich gerefundet hatte. Ja, als mir Big Ben Interactive später einen Key für die Konsolenfassung zuschickte, wollte ich dem Ganzen eine weitere Chance geben. Immerhin war ja Zeit ins Land gegangen, welches man zum Verbessern des Games nutzen konnte. Warum ich mit meiner Rückgabe zu vorschnell war und warum Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr sehr viel mehr mit dem Tabletop-Hobby gemein hat als der 40k-Lizenz, ja, das zeige ich euch nun. In dem Action-Rollenspiel steuert ihr einen freien Agenten des Imperiums, einen der sogenannten Inquisitoren. Ihr werdet zu einem Raumschiff gerufen, welches seit tausenden von Jahren verschollen war und nun wieder auftauchte. Der Martyr. Natürlich sind an Bord keine freundlichen imperialen Dudes, die in das 41. Jahrtausend eingegliedert werden wollen, sondern ein um Generationen degenerierter Nörgelkult. Auch der Maschinengeist ist korrumpiert und so hat das Schiff einen eigenen bösartigen Willen. Ein klein wenig wie im Film Event Horizon. Nur mit mehr Schnodder und weniger Grusel. Nach kurzer Zeit kommt ihr auf die Spuren eines Inquisitors, der vor euch auf der Martyr war und von einem unbekannten Space Marine Orden unterstützt wird. Es kommt, wie es kommen musste. Bevor ihr dem Geheimnis auf die Schliche kommt, macht sich die Martyr bereit für einen Warp-Sprung und da das Gellerfeld deaktiviert ist, ist eine Reise im Warp, nun ja, sagen wir mal ungesund für Leib und Seele. Daher verzieht ihr euch auf euer eigenes Schiff, nehmt einen verwundeten Space Marine mit und macht euch von nun auf die Suche nach Hinweisen, wo die Martyr zu finden sein wird. Und das war nur die Story vom Tutorial. Von nun an durchforstet ihr verschiedene Planetensysteme in einem Teil der Galaxie und zermetzelt tausendfach Chaos-Anhänger. Die Geschichte nach einem Inquisitor, der im Verdacht steht, dem Chaos anheimgefallen zu sein, ist jetzt absolut nichts Neues im digitalen 40k-Universum. Dennoch muss ich sagen, dass eben jene Geschichte durchaus unterhaltsam gestaltet ist und euch auf verschiedene Planeten führt und diverse Figuren treffen lasst, die wir als Miniaturen kennen und auch den Hintergrund weiter ausführt. Eine Menge Wiedererkennungswert also. Abstriche muss man da aber bei der Inszenierung machen, da man bei dieser das begrenzte Budget des Titels anmerkt. Gerade die Animationen sind leider nicht auf Top-Niveau und ziehen uns manchmal etwas aus dem düsteren 41. Jahrtausend heraus. What is this? No, Master! I was faithful! Looks like your friend freed you from the burden of your limbs. Emperor, be my shield and strength! Auch wenn Inquisitor Martyr ein Action-Rollenspiel à la Diablo ist, sollte man auf keinen Fall ein Diablo im 40k-Avant erwarten. Ich hatte nämlich damals mit der PC-Version genau diesen Fehler gemacht und das erhofft. Natürlich geht es darum, kompromisslos Gegner zurück in den Warp zu klicken, doch Inquisitor ist langsamer. Sehr viel langsamer. Während man bei Diablo relativ große Welten hat und Wellen um Wellen von Monstern im Sekundentakt zerschnetzelt, ist das Game bei Inquisitor in verschiedene kleine Level unterteilt und auch die Kämpfe dauern sehr viel länger. Die Levels sind zufallsgeneriert mit allen Vor- und Nachteilen. An einem solchen Level spielt man im Schnitt zwischen 20 und 30 Minuten, ist also relativ schnell um. Das ergibt insofern Sinn, dass man das gefundene Loot nicht während des laufenden Spieles einsetzen kann. Nicht einmal anschauen. Das empfand ich am Anfang als recht umständlich, gewöhnte mich aber recht schnell daran und fand das nachher sogar gar nicht mal so schlecht, denn so konnte ich mich in den Missionen auf den Kampf konzentrieren, ohne andauernd das Inventar zu öffnen, um zu schauen, ob der neue Flammenwerfer nun einen Prozentpunkt besser ist als der alte. Dementsprechend sucht man sich zwischen den Missionen auch seinen Waffenloadout aus, beziehungsweise zwei, denn zwei unterschiedliche Waffenkombinationen kann man ins Feld führen, zwischen denen man dann innerhalb der Mission umherwechseln kann. A crude tool of mindless destruction. I'm sure it'll be useful on this ship.
Drei unterschiedliche Inquisitoren hat man zu Anfang des Spieles zur Auswahl. Einen klassischen Inquisitor in Servorüstung, der ein wenig optisch an Inquisitor Kotar ist erinnert, eine Assassinen und einen Psioniker. Jeder der drei Typen hat noch drei Unterkategorien, welche eine gewisse Spezialisierung innerhalb der Klasse vorgibt. Dabei sind deren Rollen relativ klassisch vergeben. Der Kreuzritter ist der Bursche, der mit schweren Waffen und schweren Rüstungen gegen das Chaos antritt. Die Assassinin ist die Glaskanone, die sehr schnell ist, um Hit-and-Run-Angriffe zu starten oder als Scharfschützin fungiert. Und der Psioniker ist der klassische Magier, der zaubert, was der Warp hergibt. Und das ist wörtlich gemeint, denn wie im klassischen Tabletop kann es passieren, dass der Psioniker, wenn er seine Zauberfreude nicht ein wenig unterdrückt, ja, dass sich dann ein Warpriss auftut und plötzlich Gegner spawnen. Also, don't mess with Chaos. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Klassen keine aktiven Fähigkeiten haben, welche direkt zur Klasse gehören. Die Angriffsmoves sind alle von den jeweilig eingesetzten Waffen abhängig. So gibt ein Großschwert zum Beispiel einen einfachen Schlag, einen Rundumschlag, einen Schwinger oder einen gezielten Stich auf einen einzelnen Gegner als Fähigkeiten, mit denen das Gamepad dann automatisch belegt wird. Ein Flammenwerfer hingegen gibt dann vier andere Fähigkeiten. Das ist per se eine interessante Idee, da man mit der Wahl seiner Waffe auch seine Skills und natürlich auch seinen Spielstil vor der Mission bestimmt. Der Nachteil daran ist aber leider, dass man schon in den ersten Leveln über 8 verschiedene Angriffsaktionen plus Gürtelwaffe und Sonderfähigkeit der Rüstung verfügt. Das heißt, man ist sofort mit einer Vielzahl an Moves und Icons konfrontiert, ohne wirklich zu wissen, was welche Aktion bringt oder was sie benötigt. Klar gibt es zu Anfang ein paar Textfenster, die, naja, relativ lieblos einige Features als Tutorial erklären, aber bei weitem nicht alle. Und so braucht es wirklich eine gewisse Frustresistenz und Neugierde, sich in das Spiel reinzufuchsen. Die Jagd nach besseren Items und Erfahrungspunkte macht durchaus Spaß, aber erst nachdem man hinter das System gestiegen ist. Und so ist es auch mit sehr vielen Features im Spiel. Und das muss man wirklich sagen. Der Umfang und die Möglichkeiten sind direkt zum Release ungemein hoch. Doch muss man sich alles irgendwie selbst erarbeiten. Ähnlich wie bei Monster Hunter gibt es viele Zusammenhänge und Möglichkeiten, die auf einen hereinprasseln, aber noch irgendwie ein unbeschriebenes Buch mit 7 Siegeln ist. Makes me wonder why these expeditions are always connected to heretical activities. Care to explain? Ihr merkt, die Erklärungen für einige Features und sogar Spielmodi sind tatsächlich recht dürftig und so stößt man einfach irgendwann durch Selbstexperimentieren auf die Sinnigkeit dahinter, ja, und freut sich dann enorm, weil man ein hilfreiches Feature für sich selbst ganz allein ermittelt hat. So ist unter anderem der Kampagnenmodus von anderen Modi nicht wirklich getrennt. Neben den nächsten Story-Missionen gibt es eine Vielzahl an anderen Missionen, die auf den Sternkarten direkt anwählbar sind. Das ist zu Anfang echt schon ein bisschen verwirrend. Sollte aber, denke ich mal, fürs Late Game bzw. für nach der Kampagne eine Menge Möglichkeiten liefern, sich auszutoben. Und da sind wir nämlich auch schon direkt bei der größten Parallele zum Tabletop. Das Spiel ist sehr unzugänglich und schwer reinzukommen. Aber hat man erst einmal Fuß gefasst und das System verstanden, dann macht das Game echt Laune und man hat eine ganze Menge zu entdecken und zu tun. Als Freund der Marke und des Universums bleibt man da wohl eher am Ball, weil man sich in jeder Mission an neuen Gegnern erfreut, die man mal auf dem Spielfeld gesehen oder bei sich im Schrank hat. Aber ohne diesen Bonus, ach, ich weiß nicht, ob man da genauso gewillt ist, sich da reinzufuchsen. Neben den Story- und Solospielermissionen gibt es noch diverse Mehrspielermodi, Online-Monsterschnetzeln oder sich in Spieler gegen Spieler gegenseitig auf die Omme hauen. Ein Couch-Koop-Modus gibt es ebenfalls, allerdings spielt der zweite Spieler immer einen Teil des Gefolges und keinen eigenen Charakter, der aufgelevelt werden kann. Ich hatte mich bei meinem Antesten erstmal auf die Story, die Welt und die Atmosphäre konzentriert und dazu gehört natürlich auch die Grafik. Die ist echt schön, auch wenn die Texturen der Umgebung nicht immer die besten sind. Aber der Modelle, tolle Effekte und eklige Nörgelgegner. Doch verliert das Spiel durch die Detailgrad ein bisschen an Übersicht, wenn man im Inneren eines Space Hulks nämlich über Nörgelverseuchung und massenweisen menschlichen Opfergaben läuft, dann erkennt man die Gegner hauptsächlich nur daran, dass sich dort irgendetwas
irgendetwas bewegt, was entfernt menschlich ist. Ich persönlich hätte mir häufiger die Möglichkeit eines Fotomodus gewünscht, damit ich mal näher heranfahren kann, um mir die Gegnermodelle anzuschauen. Gerade als Tabletopper finde ich es doch sehr inspirierend, die digitalen Versionen bekannter Einheitentypen zu sehen. So verkommen aber viele der ikonischen Figuren einfach zu gesichtslosen Gegnern, die irgendwie schleimig und unförmig aussehen und in einem ganzen Haufen von Effekten untergehen. Das kostet leider einiges an 40k-Atmosphäre und da können so ein paar abgedroschene Burn-Heretic-Sprüche nicht wirklich weiterhelfen. Aber hey, der Fokus ist der Inquisitor und wenn der sich mit Feuer und Schwert durch Gegnermassen hackt, hey, dann ist das schon ein sehr befriedigendes Gefühl. Ja, obwohl dies nicht der Fokus hier sein soll, muss ich dennoch ein paar Sätze zur Technik verlieren. Trotz des tollen Soundtracks und der schönen Effekte läuft das Spiel leider nicht ganz rund. Ich habe die PlayStation 4 Version auf der PS4 Pro gespielt und war überrascht, dass das Spiel in beiden Grafikversionen relativ ruckelig abläuft. Außerdem gibt es häufiger mal flackernde Texturen und einige der Texte sind teils deutsch, teils englisch, teils gemischt oder haben echt harte Schreibfehler, die bei der Lokalisierung eigentlich hätten auffallen sollen. Ich sage nur Stuffe. Auch sind die Ladezeiten echt lang. Aber Leute, das ist bei weitem besser als die PC-Version, die im Mai rauskam. Die war nämlich für mich kaum zumutbar, aber es reißt einen leider immer wieder aus dem Flow, den man sich sehr gerne hingeben möchte. It is in the walls now. Everywhere. Taint. In the machines. By the Emperor. What foul abomination is this? So, was halte ich denn nun von dem Spiel? Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr ist ein wunderbares Hack-and-Slay-Spiel mit sehr viel Tiefgang, dem man seine wahren Stärken aber erst hervorkitzeln muss. Der Einstieg ist langwierig und die Erklärungen sind dürftig. Vieles muss man sich erarbeiten, aber wenn man erst einmal drin ist, ergibt sich ein gewisses Och, eine Mission kann ich noch, Gefühl. Der noch unrunden Technik steht aber ein visualisiertes Universum gegenüber, das dem Kenner überall ein Oh, wie cool entlocken dürfte. Sei es nun eine zerstörte Chimäre unter der Eisdecke oder in Wände eingelassene Servitoren. Außerdem ist der Umfang des Spieles jetzt schon enorm. Neocore Games sind bekannt dafür, ihre Spiele lange zu supporten und neuen Kram rauszubringen und daher dürfte da noch einiges geschehen. Was mich aber ein klein wenig genervt hat, war, dass ich mir zwingend einen Neocore-Account erstellen musste, um das Spiel überhaupt starten zu können. Ja. Bei all der Kritik bin ich vom Spiel im zweiten Durchgang überrascht worden und werde es wohl mit Sicherheit weiterzocken, denn, ey, ich bin ganz ehrlich, irgendwie hat es mich und eine Runde könnte ich ja noch, ne? Aber nun erzählt mir mal, was haltet ihr von Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr? Habt ihr es schon gespielt? Schreibt mir eure Eindrücke gerne in die Kommentare. Ja krass, das war sie wieder, die 94. Folge von Dice. Nächste Woche ist Halbzeit der Staffel und ich muss mir mal langsam überlegen, was ich bei der 100. Folge mache. Ich habe zwar Gedanken, aber noch nichts in die Wege geleitet. Nun gut. Wir sehen uns auf jeden Fall zur Halbzeit nächste Woche wieder hier auf Rocket Beans TV um 18 Uhr am Sonntag, nicht wahr? Wenn ihr diese Folge euch nochmal anschauen wollt oder andere Folgen von Dice, findet ihr hier unter meinen Social Media Kanälen unter anderem auch den YouTube-Kanal von Dice, wo ihr alle Folgen dieser Sendung auch anschauen könnt. Diese Folge wird allerdings ab Dienstag dort hochgeladen. Außerdem gibt es noch weitere Videos mit Tabletop-Bezug auf diesem Kanal, die es hier bei Rocket Beans TV nicht gegeben hat. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und wir können in Kontakt bleiben. Schreibt mir was, schreibt mir in die Kommentare, Daumen hoch, ihr könnt mir beim Kanal auch ein Abo geben, das würde mich sehr freuen. Aber wenn ihr was in die Kommentare schreibt, ihr wisst ganz genau, seid nett zueinander und seid auch nett zu mir, sonst gibt es Krav Maga für alle. Ey, und ganz ehrlich, kann keiner wollen, oder? So, ich gehe jetzt in die Sonne, macht's gut.